Ja, wir sind nicht optimal so in den ersten 15, 20 Minuten ins Spiel gestartet. Ich glaube, dass wir aber dann nach dem 2:1 das Spiel immer mehr in den Griff bekommen haben und vor allem auch zweite Halbzeit. Wir haben natürlich gewusst, wenn wir dieses Ping-Pong-Spiel von Rapid mitmachen mit langen Bällen, dann wird Rapid Vorteile haben. Das ist Rapid in der ersten Halbzeit vor allem gelungen, dass wir uns einfach da verwickeln haben lassen, oft in lange Bälle, zweite Bälle und so weiter. Ich glaube, dass die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit extreme Moral und Willen gezeigt hat, das Spiel zu drehen, und dass wir auch Phasen hatten, wo wir versucht haben zu kombinieren und Chancen herauszuspielen. Die eine oder andere hatten wir auch und sind aber für dieses Bemühen dann nicht belohnt worden. Ich finde, dass man nicht so gut in der ersten 15 Minuten waren, aber dann schon eine ansprechende Leistung geboten haben und immer wieder Nullstiche nach vorne gesetzt haben. Und ich finde, dass wir dann in der zweiten Halbzeit das Spiel schon unter Kontrolle gehabt haben. Und ja, weil es hat dann einfach auch nicht gereicht, und da müssen wir uns selber an der Nase nehmen und einfach auch versuchen, dass wir nur konsequenter Richtung Tor agieren und einfach vielleicht auch nur mehr tiefe Laufwege machen. Und ja, und dann reicht es halt auch nicht gegen Rapid. Ist einfach auch natürlich ein guter Gegner und sie spielen auch ihr Spiel gut und ich denke, als Mannschaft ist es wirklich nicht einfach, sich auf das einzustellen. Man versucht anzupressen, wir versuchen anzupressen, dann spielen sie keine ein, zwei Bälle, es kommt der lange Ball auf Kara. Kara ist halt auch ein Unterschiedsspieler, der die Bälle unglaublich gut verteidigt, und dann kommst du einfach nicht so in den Rhythmus von Anfang an rein. Das letzte Drittel ist halt das entscheidendste Drittel und auch das schwierigste, dass man halt Tore macht, und da kommen halt Entscheidungen von Spielern, und ob es richtig oder falsch ist, sieht man dann, ob es ein Tor oder nicht gehabt wird. Aber ich finde, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind und immer bessere Lösungen machen, und ja, und das ist einfach ein Lernprozess, in dem wir uns befinden und wo jeder Spieler auch sich weiterentwickeln will, und ich glaube, dass man das trotzdem schon sieht, aber natürlich funktioniert das nicht bei jeder Aktion. Sehen, also von Rapid-Seite wahrscheinlich auch geschickt, genauso auch bei dem Out-Entwurf, der, denke mal, 15 bis 20 Meter eigentlich weiter hinten war, und das ist sicher auch geschickt von ihnen. Aber es gibt natürlich auch Regeln, die man einhalten könnte, aber jetzt unser Thema ist es jetzt nicht, auf die anderen zu schauen. Ich denke, die Schiedsrichterteam wird ihre Leistungen morgen analysieren, und wir werden unsere analysieren, und ich denke, wir hätten genug Möglichkeiten gehabt, es auch für uns zu entscheiden, aber das ist natürlich immer gegen Rapid schwierig, weil du einfach in diesen Rhythmus nicht kommst, und deswegen auch im Vorfeld war es für uns einfach sehr wichtig, dass wir gesagt haben, dass wir einfach unseren Fokus behalten müssen, dass wir uns nicht einlassen dürfen auf solche Situationen, und ich denke, dass es uns teilweise ganz gut gelungen ist, in den ersten 20, 25 weniger. Im Grunde schaut man sich die letzten 4, 5 Spiele an gegen Rapid, und dann war Rapid in dem Bereich einfach gut, sehr, sehr zweikampfstark, und unser Ziel ist aber auch nicht so zu spielen, und wir sind ja in diesem Jahr angetreten, auch mehr Kontrolle im Spiel zu haben und mehr Positionsspiel zu haben, und denke, wir haben das zumindest versucht ab der 30., 35. und auch in der zweiten Halbzeit. Phasenweise ist uns ganz gut gelungen, und ich denke, das nehmen für uns mit, dass wir da aus unserer Sicht auf einem guten Weg sind, auch wenn das Resultat jetzt nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, natürlich. War nur, wie wir dieses Spiel verteidigen wollen und mit welcher Strategie und welchen taktischen Feinheiten wir auch diese Bälle kontrollieren wollen, und darum ging es in erster Linie, aber wir haben Rapid genauso erwartet, wie es heute war. Nicht ganz so extrem, dass einfach jeder Ball nur nach vorgeschossen wird. Das war dann schon überraschend, aber ist legitim, und am Ende hat Rapid gewonnen, und ja, das Ergebnis steht so da, wie es dasteht. Die Leistung war, wo wir natürlich auch im Nachhinein sehr unzufrieden waren, wo wir auch die Bälle im Rücken der Abwehr nicht gut verteidigt haben. Heute aber, denke ich, eine von der Leistung her eine gute Leistung gebracht haben, eine ansprechende Leistung gebracht haben. Die Gegentore waren noch zwei Standardsituationen. Eigentlich hat Kara dann in der zweiten Halbzeit nur eine Chance gehabt, aber sonst hat Rapid eigentlich fast nichts gehabt. Und gegen Ende der ersten Halbzeit gute Kontersituationen gehabt, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben. Wir haben
zwei Stangelpässe in der zweiten Halbzeit gehabt, wo wir zwei Abseitsstellungen hatten. Eine davon war Thomas. Also das war, denke ich, eine sehr, sehr gute Chance, wenn man da vielleicht sich einen Meter besser positioniert. Wir haben die Chance gehabt von Dominik Reiter, der am Elfmeterpunkt den Ball am Fuß hat und nur über den Tormann heben muss, der dann aber übers Tor geht. Also es waren schon Situationen da und man muss schon auch den Gegner schätzen, weil der Gegner einfach defensiv ganz, ganz stark ist. Und da wird man in so einem Spiel nicht 3, 4, 5 Top-Torchancen haben. Anders stark. Ich denke, gegen Rapid ist es wirklich nicht einfach zu spielen, weil sie uns einfach jeglichen Rhythmus nehmen oder versuchen, den Rhythmus zu nehmen im Spiel. Und da ist es gar nicht leicht, sich darauf einzustellen. Salzburg hat wieder andere Qualitäten mit dem Speed von Dacker oder wie auch immer, oder Keuter, wer auch immer da spielt. Es war ja das Ziel, dass wir uns eventuell noch umschauen. Hat bis dato nicht geklappt und unsere Meinung halt immer, dass wir auch keinen Schnellschuss machen. Und wenn da keine gute Option einfach da ist, die uns wirklich überzeugend auch helfen kann, dann werden wir natürlich mit dem bestehenden Kader weiter in die Saison gehen.